sind die fix im Bruchsaler Rathaus. Da lassen die 841 Passanten in der Fußgängerzone nach ihrer Bewertung der Einkaufsstadt Bruchsal befragen. Das war im Sommer 2015. Und jetzt im Januar 2019, also 3,5 Jahre später, wurde dem Gemeinderat und damit der Öffentlichkeit endlich die Auswertung dieser Zufallsbefragung vorgelegt. 138 Seiten in bestem Gutachter Kauderwelsch. Wer liest denn sowas? Gemeinderäte? Naja. Überhaupt, welches Privatunternehmen könnte sich so eine aktuelle Marktanalyse erlauben? Nicht 3,5 Jahre, um diese Aussagen, die nicht mal repräsentativ sind, in irgendwelche Zusammenhänge zu bringen, die niemand braucht, der sich hier auskennt. Nicht? Man sieht doch alles ohne Gutachter von irgendwo, die nur das abliefern hier, was sie andernorts auch erzählen. Was das gekostet hat, hat uns niemand gesagt. Nicht? Vermutlich hat auch niemand danach gefragt. Aber der Gemeinderat durfte sich vor 2 Wochen mit einer Fortschreibung des Einzelhandelsgutachtens befassen. Fortschreibung. Brauchen wir Fortschreibung oder brauchen wir Zukunftsvisionen? Brauchen wir neue Ideen, wenn die Stadt in 10 oder 20 Jahren noch attraktiv sein soll? Ja, aber hier gilt, weiter so, ist doch eh alles gut gelaufen. Schulterklopf, wir schreiben fort. Ja. Dabei hantiert das Gutachten mit Umsatzvergleichen aus den Jahren 2014 bis 2005. So aktuell sind wir heute. Wir gestalten die Zukunft mit Daten, die 5 bis 10 Jahre alt sind und mehr. Und das lässt sich ein Gemeinderat allen Ernstes gefallen, dass er die Zukunft in Blick nehmen darf, auf der Grundlage völlig veralteter Zahlen. Man kann doch auch mal Nein sagen als Gemeinderat. Nein, so nicht, mit uns nicht. Die Zukunftsaussagen des Gutachtens sind wenig erhellend und lassen eigentlich alles offen, nicht? Es kann weiter aufwärts gehen mit der Einkaufsstadt Bruchsal, heißt es da. Es kann aber auch stagnieren, wegen externer Faktoren, heißt es, nicht? Dabei waren die wichtigsten externen Faktoren dieser Tage noch gar nicht bekannt, als das Gutachten erstellt wurde, nicht? Das Trampeltier im Weißen Haus mit seinem Kladderadatsch mit China und dem Iran, die Hirnrisschaoten in London, Feinstaub, Kohleausstieg, Fliegerbomben und eine Karlsruher Innenstadt, die demnächst wieder attraktiv wird. Alles nicht eingepreist in den veralteten Zahlen. Ob die gute Kaufkraftbindung, die wir heute haben, ja, ob die dann einfach fortgeschrieben werden kann? Es kann ja auch ganz schnell wieder abwärts gehen mit dem Einzelhandel in der Stadt. Dann bekommen wir noch mehr Leerstände und Problemzonen. Aber das werden wir erst in 10 bis 15 Jahren erfahren, wenn die Vergangenheit des Einzelhandels wieder fortgeschrieben wird. Gutachterlich fortgeschrieben. Ja. Bis dahin habe ich eine ganz konkrete Vision für die Anbindung von Schloss und Bahnhof an die Innenstadt. Ja, wir verlängern ganz einfach den Bahnstadttunnel bis zur Stadtmitte, zum Feuerwehrhaus etwa, mit Umsteigelifts neben den Synagogenfundamenten. Und von da gibt es einen weiteren Tunnel bis zum Schlossplatz, der dann ja längst ein Spargelpark ist. Ja. Und dann können Touristen dem Spargel von unten beim Wachsen zuschauen. Ja, wenn das keine Vision ist, Bruchsal 21 tiefer gelegt, damit man oben die Probleme mit den Autos nicht mehr lösen muss. Und Feinstaub gibt's im Tunnel auch nicht. Gesünder geht's eigentlich nicht in einer Stadtmitte, oder? Und wo gibt's denn dann sowas außer in Bruchsal? Ernst beiseite, meine Damen und Herren vom Gemeinderat, wenn Sie wirklich sparen wollen, dann sparen Sie künftig die Kosten für solche Gutachten. Vielleicht gehen Sie selbst ganz einfach offenen Auges durch die Stadt, die Obere Kaiserstraße, die Wörthstraße zum Saalbach-Center oder reden Sie ganz einfach selbst mit dem Einzelhandel oder mit Haus und Grund, nicht? Dann wissen Sie alles und können sich und uns weitere Fortschreibungsaufführungen dieser Art ersparen, die nur Geld kosten, ihre Zeit und kaum Erkenntnisgewinn bringen. Ich bin mir sicher, es gibt jetzt einige Mitglieder des Gemeinderates, die jetzt ganz vorsichtig mit dem Kopf nicken. Ja, aber
Nur wenn ihnen niemand zuschaut, ja? Die Diskussion im Gemeinderat muss ja auch so wahnsinnig tiefgründig gewesen sein, so erhellend, so sachkundig und ergiebig, dass die Bruchsaler Rundschau höchst aktuell darüber berichtete und ganz ausführlich, ja. Eine Woche später in zwei armseligen Spalten irgendwo kurz vor den Todesanzeigen. Bis zum nächsten Mal in dieser Wahnsinns-Halligalli-Einkaufs- und Wohlfühlstadt. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Gutachten.